mit Sven Kohl und Axel Lorenz. Alex Lorenz, Entschuldigung. Wieso heißt das Calisthenics und nicht Turnen? Ja, Calisthenics kommt ursprünglich aus dem Griechischen, heißt schöne Kraft. Und der Unterschied zum Turnen ist einfach der, wir sind frei, wir sind kreativ. Also wir sind nicht gezwungen, gewisse Übungen zu machen und wir nutzen unsere Umgebung für unser Training. Also okay. Nicht zwangsweise Turnhallen. Okay, aber man kann auch mit Geräten arbeiten. Genau, so sieht's aus. Man ist vollkommen frei. Komm, was könnt ihr zum Beispiel machen? Zeig mal, Sven, zeig mal kurz was. Gerät an, ja? Das erste nennt sich Backlever. Das ist eine Hangfigur. Genau. Ach, guck mal. Wie lange kannst du da so bleiben? Das ist relativ leicht. Ja. Okay. Das ist jetzt eine relativ leichte Figur. Die kann man etwas länger halten. Ja. Das ist jetzt eine Shoulderflag. Die ist schon etwas schwerer. Oh. Ja. Ja. So, bist du aber schon aus der Puste, ne? Es geht. Wie viel kann man davon hintereinander machen? Jetzt bist du dran, ne? Ja, wir wechseln nicht. Ein Stück, klar, das wird schwer. Wie viele Liegestützen kannst du am Stück? 60, 70. Ach, nicht mehr? Nein. Das kommt darauf an, ob man drauf trainiert. Ach so, okay. Ja, also das ist was anderes, weil das ja eine kurze Kraftanstrengung ist, eine starke. Ja. Und die Liegestütze gehen dann eher in den Ausdauerbereich. Ah, okay, Ausdauer. Verstehe. Und Ausdauer kannst du nicht. So, was machst du jetzt? Ja, Alex macht die Human Flag. Das ist, das ist immer sehr gern gesehen. Das würde ich gerne können. Das ist, das gefällt mir gut. Das finde ich lustig. Das würde ich gerne können, aber da zu der Kunst bringe ich es wahrscheinlich nicht mehr im Leben. Aber das finde ich toll, wenn man so an einer Straßenampel vorbeiläuft und so und einfach sich da dranhängt und alle gucken, was ist denn hier los? Was hast du noch im Programm? Ein Muscle-Up, das heißt vom Klimmzug hoch in den Beugestütz. Ich mache das jetzt sehr langsam. Klimmzug hoch in den... Ah, guck mal hier. Ja, okay. Und das Schwere ist der Übergang, also diese Phase hier. Ihr müsst ja unglaubliche Buddies haben. Und die verschleiert ihr jetzt mit diesen labberigen T-Shirts hier. So sieht's aus, ja. So sieht's doch aus. Hier. Ich habe ein Foto. Früher habe ich das auch gemacht, da sah ich noch so aus. Könnt ihr das mal gerade zeigen? Ja. Was macht man hier mit diesen Teilen, die hier am Boden stehen? Kannst du noch? Ja, natürlich. Calisthenics, kann man das lernen? Gibt es da Anleitung für oder ist es, kann ja, jeder wir bieten machen, da auch Workshops an. Ah, Workshop, ja, Workshops, Personal Training, Online Personal Training. Okay, ihr seid Personal Trainer auch, ne? Okay, ja, guck an. Könnt ihr auch so Sachen zusammen? Es gibt da so, sieh doch mal gerne im Zirkus, wo die sich so aneinander hängen. Wir würden noch mal was zeigen. Könnt ihr was zusammen machen? Zusammen machen wir nichts, also wir trainieren nicht darauf, aber es gibt natürlich verschiedene Sachen, die man auch zusammen machen könnte, aber nicht unser Ziel, deswegen ist es im Training nicht drin. Ah, okay. Aber ihr würdet es trotzdem mal machen? Ja, ich halte die Mikrofone so lange. Ne? Ich sehe, du bist ja schon völlig außer Atem, du kannst sie gar nicht mehr halten. Ne? Achtung, jetzt, was jetzt? Oh, guck an. Ja. Sehr gut. Könnt ihr irgendwas mit dem Tisch machen? Oder mit der Treppe? Könnt ihr was mit der Treppe machen? Ist der Alex die ganze Zeit dran? Ja. Ja, guck mal, das ist doch super. Wie so ein Gecko. Und jetzt. Traumhaft. Sehr interessant. Calisthenics heißt das. Genau. Kann man sich ein paar Clips, habt ihr was bei YouTube stehen?
Habt ihr was bei YouTube stehen? Ja, ein paar Clips? Von euch kann man sich da angucken. Ja, genau. Wir machen regelmäßig Videos, so Tutorials, Anleitungen. Okay. Für Anfänger auch. Es gibt auch Übungen für Anfänger. Also man muss jetzt nicht diese ganzen schweren Übungen machen. Man kann auch mit ganz normalen Liegestützen anfangen, Klimmzüge. Ja, alles klar. Ja, dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg damit. Und danke. Viel Spaß. Wenn wir mal einen Gecko brauchen, rufen wir dich an. Dankeschön. Ciao. Sven Kohl und Alex, mach's gut. Vielen Dank.